die Funktionsanalyse. Hier stellt sich die ganz einfache Frage, was macht das Ding, was wir analysieren sollen? Diese Frage müssen wir auf das Analyseobjekt legen und natürlich auf die Subsysteme, die wir in der Strukturanalyse dargestellt haben. Also, die Ergebnisse der Strukturanalyse sind ein ganz wichtiger Input für die Funktionsanalyse. In der Funktionsanalyse brauche ich jetzt Regeln, wie ich Funktionen technisch exakt beschreibe. Die erste Regel lautet, bitte keine Umgangssprache verwenden. Ich will das mal praktisch darstellen. Umgangssprache würde bedeuten, der Kugelschreiber schreibt. Das ist nicht die richtige Funktion des Kugelschreibers, denn dazu bräuchte er zum Schreiben meine Hand und mein Gehirn. Und das haben wir in der Strukturanalyse ausgeschlossen. Das ist nicht Entwicklungsumfang, meine Hand und mein Gehirn. Also nur der Kugelschreiber. Wir brauchen also ein sehr klares Verständnis, wie lautet die Funktion vom Kugelschreiber. Ein weiterer Input, um das rauszubekommen, ist ebenfalls die Strukturanalyse. Wir haben die Boundaries, die Schnittstellen definiert. Hier ist eine Schnittstelle und zum Papier ist eine Schnittstelle. Und wenn wir beschreiben, was an den Schnittstellen passiert, nämlich die kraftschlüssige Fixierung und die Einleitung einer Bewegung. Und auf der Papierseite das Übertragen von Tinte aufs Papier. Wenn wir das zusammenfassen, eine Ebene höher gehen, sind wir in der Lage, die Funktion zu beschreiben. Nämlich die Eingangsgröße Bewegung wandeln in ein Schriftbild. Das ist technisch relativ exakt ausgedrückt, was ein Kugelschreiber tut. Bewegung in Schriftbild wandeln. Und das müssen wir natürlich für alle Elemente tun. In der Strukturanalyse finden wir dann in der Ebene 2 die Mine. Und hier stellt sich die gleiche Frage, welche Funktion hat die Mine? Und natürlich später die Frage, welche Funktion hat die Kugel, das Minengehäuse und die Farbpaste, die da drin ist. Weitere Empfehlung. Eine Funktion besteht aus einem Substantiv und einem Verb. Drehmoment einleiten, Diesel einspritzen, Farbpaste übertragen. In der deutschen Sprache sollten wir in diesem Stil formulieren. Das können natürlich mehr Worte sein. Drehmoment von A nach B übertragen beispielsweise. Noch eine Empfehlung, trennen Sie sehr sauber Funktionen und Anforderungen. Eine Anforderung wäre die Schreibleistung von 3 Kilometern oder 7 Kilometer. Das ist keine Funktion. Das sollte in keinem Fall, und das ist die große Gefahr, auf alle Systemelemente, die wir in der Strukturanalyse dargestellt haben, übertragen. Sie brauchen eine Strategie, wie die Anforderungen in der FMEA verarbeitet werden. Darüber werden wir ein eigenes Video drehen, weil das eine ganz wichtige und durchaus komplizierte Angelegenheit ist. Der letzte Tipp in der Funktionsanalyse, seien Sie vorsichtig, Bauteilen Funktionen zu geben. Die Frage wäre beispielsweise, welche Funktion hat hier die Kugel oder welche Funktion hat ein Dichtring? Da liegt es nahe, dann zu sagen, der Dichtring dichtet. Wenn man sich das ganz genau anschaut, wird man sehen, der Dichtring alleine kann nicht dichten, der muss integriert sein in eine Baugruppe zum Dichten. Da gehört dann auch die Funktion hin. Dringende Empfehlung, auf keinen Fall bei den Bauteilen die Produktmerkmale vergessen. Und die können dann ordentlich verknüpft werden, funktional. Das heißt, die Bauteile sind für uns die Träger der Produktmerkmale weitestgehend. Wenn Sie das alles gemacht haben, dann haben wir eine sehr saubere Grundlage, um in den nächsten Schritt zu gehen. Der lautet dann die Fehleranalyse. Die Funktionsanalyse ist der entscheidende, der harte Kern für eine gute FMEA. Daher die Vielzahl der Empfehlungen, die Sie anwenden sollten. Um exakt Funktionen zu bestimmen, gibt es eine Type-Block-Diagramm, die ungeheuer hilfreich ist, Parameterdiagramme oder P-Diagramme. Hier wird einfach dargestellt, welche Eingänge hat das System und welche Ausgänge und dann fällt es leicht, durch den Wandlungsvorgang, der durch das System stattfindet, die Funktion zu beschreiben. Ein plastisches Beispiel, eine Funkmaus. Was geht rein in das System? Eine zweiachsige Bewegung. Was geht raus? Zwar unsichtbar, aber es geht raus, Signale. Das ist der Kern des Parameterdiagramms, Eingänge und Ausgänge. Und die muss ich jetzt sprachlich verarbeiten, wenn ich die Funktion beschreibe. Ich wandle also eine zweiachsige Bewegung.
in Signale. Eine weitere Funktion wäre oder ist, die Funkmaus sendet diese Signale dann an den Computer. Also Parameterdiagramme, super Tool, dringend zu empfehlen. Noch ein wichtiger Aspekt, benutzen Sie starke Verben. Schwache Verben wären, sind, sicherstellen, gewährleisten. Ein starkes Verb ist kraftschlüssige Fixierung, formschlüssige Fixierung, positionieren. Starke Verben beschreiben physikalische Effekte. Schwache Verben sind eher Hinweis darauf, dass es sich gar nicht um eine Funktion handelt, sondern um eine Anforderung. Korrosionsfreiheit gewährleisten. Korrosionsfreiheit ist keine Funktion, sondern eine Anforderung. Und ein weiterer Aspekt, verknüpfen Sie die Funktion aller Ebenen, aller Systemelemente zu funktionalen Netzen. Konkretes Beispiel dazu, die Funktion der Mine lautet, Farbpaste zu speichern. Die Funktion des Gesamtsystems Kugelschreiber lautet, zu schreiben, also Bewegung umzusetzen. Und da gibt es einen funktionalen Zusammenhang, der wird in Funktionsnetzen in funktionalen Verknüpfungen dargestellt. Die beiden Frageworte Upstream und Downstream lauten, wozu? Dann gehe ich auf die nächste Systemebene und werde die Antwort finden. Und die zweite Frage lautet, wie? Dann gehe ich in das nächst tiefer gelegene Systemelement und finde dort die Antwort. Also konkretes Beispiel, wozu muss diese Mine Farbe speichern, Gesamtsystem Kugelschreiber, um zu schreiben, beziehungsweise Bewegung in ein Schriftbild zu transferieren.